seiner Zeit erzählte Jesus der Menge das folgende Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während nun die Leute schliefen, kam sein Feind, säte Unkraut unter den Weizen und ging wieder weg. Als die Saat aufging und sich die Ähren bildeten, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da gingen die Knechte zu dem Gutsherrn und sagten: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt dann das Unkraut? Er antwortete: Das hat ein Feind von mir getan. Da sagten die Knechte zu ihm: Sollen wir gehen und es ausreißen? Er entgegnete: Nein, sonst reißt ihr zusammen mit dem Unkraut auch den Weizen aus. Lasst beides wachsen bis zur Ernte. Wenn dann die Zeit der Ernte da ist, werde ich den Arbeitern sagen: Sammelt zuerst das Unkraut und bindet es im Bündel, um es zu verbrennen. Den Weizen aber bringt in meine Scheune. Er erzählte ihnen ein weiteres Gleichnis und sagte: Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Senfkorn, das ein Mann auf seinen Acker säte. Es ist das kleinste von allen Samenkörnern. Sobald es aber hochgewachsen ist, ist es größer als die anderen Gewächse und wird zu einem Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Und er erzählte ihnen noch ein Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit dem Sauerteig, den eine Frau unter einen großen Trog Mehl mischte, bis das Ganze durchsäuert war. Dies alles sagte Jesus der Menschenmenge durch Gleichnisse. Er redete nur in Gleichnissen zu ihnen. Damit sollte sich erfüllen, was durch den Propheten gesagt worden ist: Ich öffne meinen Mund und rede in Gleichnissen. Ich verkünde, was seit der Schöpfung verborgen war. Danach verließ er die Menge und ging nach Hause. Und seine Jünger kamen zu ihm und sagten: Erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Er antwortete: Der Mann, der den guten Samen sät, ist der Menschensohn. Der Acker ist die Welt. Der gute Samen aber, das sind die Söhne des Reiches. Das Unkraut sind die Söhne des Bösen. Der Feind, der es gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt. Die Arbeiter bei dieser Ernte sind die Engel. Wie nun das Unkraut aufgesammelt und im Feuer verbrannt wird, so wird es auch am Ende der Welt sein. Der Menschensohn wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle zusammenholen, die andere verführt und Gottes Gesetz übertreten haben, und werden sie in den Ofen werfen, in dem das Feuer brennt. Dort werden sie heulen und mit den Zähnen knirschen. Dann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters wie die Sonne leuchten. Wer Ohren hat, der höre. Mit dem Himmelreich, liebe Schwestern und Brüder, so beginnt Jesus seine Gleichnisreihe. Was ist das? Dieses Reich der Himmel. Was sollen wir uns darunter vorstellen? Ist das einfach die Kirche? Ist das eine abstrakte Verkündigung, eine Idee, die Jesus hat, die hier auf der Erde verwirklicht werden soll? Oder ist das einfach nur die Zukunft, der Himmel, wie wir dann sagen? Wir kommen alle in den Himmel. Was ist das? Es ist zumindest etwas, wohin uns Jesus drängen will. Er will uns, wenn er vom Himmelreich spricht, vom Königtum Gottes, uns eine Richtung vorgeben. Und die Kirche, so sagt es das letzte Konzil, ist das Sakrament dazu, damit wir die Richtung nicht verlieren. Wenn wir in der letzten Woche die neueste Statistik vorgelegt bekommen haben, evangelisch wie katholisch, dann hören wir
relative Beruhigung. Ja, es sind weniger aus der Kirche ausgetreten. Wir sagen natürlich nie dazu, dass man gar nicht aus der Kirche austreten kann. Wer getauft ist, ist getauft. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Da können Sie jeden Tag 10-mal zum Amtsgericht gehen. Rein und raus, Sie sind immer drin. Das muss man sich halt vorher überlegen. Das ist das eine. Also, wir sind stabil auf niedrigem Niveau. Das Geld wird immer mehr, darüber wollen wir jetzt nicht reden. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Samen, der auf einen Acker gesät wird, wie mit ein wenig Ferment oder angesetztem kleinen Teig mit Hefe, der alles durchsäuert, oder ein winziges Samenkorn. Diese Größen werden in der Regel von Statistiken nicht erfasst. Sollten wir uns wundern? Warum haben wir immer noch die Blickrichtung und auch die, die sich ganz zeitgemäß gerieren, etwa wie unsere Synodentexte in diesem Bistum, dass wir einfach sagen, lass es uns da umdrehen. Alle sind Senfkörner, ein großes, riesiges Senfkorn. Oder alles ist Sauerteig. Ja, wen sollen wir dann durchsäuern? Wenn Sie nur den Sauerteig nehmen, haben Sie auch keine Freude. Wenn Sie nur das Mehl haben, auch nicht. Also was jetzt? Jesus erzählt nicht Gleichnisse, weil ihm langweilig ist oder weil es damals kein Fernsehen gab, sodass die Apostel eine andere Beschäftigung hätten und sagt, ach komm, lass mal, was fällt mir denn da gerade ein, damit denen nicht so langweilig ist, damit die mir nicht von der Fahne gehen. Ich nehme an und ich unterstelle Jesus, dass er sich etwas dabei denkt, dass er uns etwas preisgibt, dass er uns etwas wissen lässt. Die Kraft des Reiches Gottes, des Himmelreiches, ist immer klein. Gregor der Große sagt es in Bezug auf das Senfkorn. Jesus selber ist das Senfkorn. Irgendwo im Nahen Osten ein Mensch, der ein paar Leute um sich sammelt, den die Römer schließlich umbringen, das war's. Aber dieses eine Senfkorn ist in den Acker der Welt gesät. Und schauen wir doch einmal an, was daraus geworden ist. Welcher Baum daraus entstanden ist, sodass alle die Völker der Erde darin Platz finden können, wenn sie wollen. Welche Kraft hat dieses eine Korn gehabt? Und welcher Trost liegt darin? Wie viel Trost gegen all unser Gejammer, dass wir immer weniger werden? Es kommt darauf an, nicht wie viele wir sind, sondern wer wir sind. Das ist das Erste. Aber es gibt auch ein Zweites. Es ist nicht von ungefähr, liebe Schwestern und Brüder, dass die Jünger ausgerechnet hinterher fragen. Sie fragen nicht nach dem Senfkorn und nicht nach dem Sauerteig. Das haben sogar die Apostel verstanden. Und das heißt im Evangelium immer schon was. Sie fragen, klär uns darüber auf, wie das mit dem Unkraut ist. Das ist fies. Das ist ein fieses Gleichnis. Und das stimmt. Es gibt offenbar in diesem Acker, auch der Kirche, Böse. Das ist hoffentlich für alle, die hier sind und alle, die zuhören oder darüber nachdenken, über dieses Evangelium, keine große Neuigkeit. Obwohl wir immer so tun, als sei es eine große Neuigkeit. Wie, in der Kirche gibt es auch Böse? Und wir machen riesen Schlagzeilen daraus. Medienkampagnen. Siehe Regensburger Domspatzen. Ja, es gibt Böse in der Kirche. Jesus weiß das. Jesus hat es im eigenen Jünger- und Apostelkreis erfahren, dass es dort Böse gibt. Das ist aber keine Verharmlosung, sondern eine realistische Beobachtung. Was also tun? Nun, unsere Bischöfe haben die Devise ausgegeben, Null Toleranz. Die werden alle ausgerottet,
Also natürlich nicht mehr so, wie wir das in Deutschland auch schon mal hatten, aber doch ziemlich brutal. Aus der Kirche müssen die alle weg. Ist es nicht interessant, dass das Evangelium genau etwas anderes sagt? Und ich weiß jetzt, wenn Sie unruhig werden und ein bisschen hin und her rutschen und das zu Ende denken, was das denn eigentlich bedeutet. Ja, soll man das denn alles zulassen? Kann man das einfach ertragen? Was jetzt? Das, was nahe liegt, zu sagen, wir können es nicht zulassen, wenn Kindern Unrecht geschieht. Das ist ein himmelschreiendes Unrecht. Jesus ist der Erfinder der Kinderrechte. Man muss das immer wieder sagen, weil das sonst vertauscht wird. Deswegen denkt immer seine Vereinten Nationen. Eine UN-Kinderrechtskonvention gäbe es ohne das Evangelium nicht. Es gibt es in keiner Weltreligion, es gibt es sonst nirgendwo. Jesus ist der Erfinder. Und wir sollten das reklamieren. Deshalb ist natürlich dieses erfahrene Unrecht so schrecklich für uns. Aber selbst in diesem krassen Fall sagt Jesus nicht null Toleranz, sondern wachsen lassen. Was heißt das? Ertragen. Das ist sehr anstößig. Und irgendwie merke ich bei mir die Spannung, ich wünschte, ich könnte Ihnen heute etwas anderes sagen. Ich könnte sagen, der Bischof hat recht, null Toleranz, schmeißt diese Schweinehunde alle raus und fertig ist. Ja, aber dann kommt der nächste Schweinehund. Es hat offenbar etwas mit uns Menschen zu tun, und zwar nicht mit denen, sondern mit uns allen. Das hören wir nicht so gern, ich weiß. Da lässt die Spannung dann schon nach oder wir regen uns dann auf. Was redet der da vorne? Es hat mit uns allen zu tun. Weil die Gefährdung zum Bösen besteht für uns alle. Mehr oder weniger, so oder anders. Deshalb, Jesus sagt, lasst wachsen bis zur Ernte. Und diese schnellen Regelungen, mit denen auch Unrecht geschieht, diese Schnellschüsse, kommen die nicht auch daher, dass wir gar nicht mehr daran glauben, dass es jemanden gibt, der ernten wird, der seine Engel aussenden wird, um die zu bündeln, die das Böse getan haben. Davon haben wir uns verabschiedet, das sind irgendwie erschreckende Bilder und das war's dann, aber keine Wirklichkeit mehr. Dann, liebe Schwestern und Brüder, müssen wir die anderen Gleichnisse vom Himmelreich auch in die Tonne treten. Dann ist das kleine Senfkorn Hoffnung auch Kappes. Entweder gilt alles oder es gilt nichts. Und Jesus exerziert es uns vor, wie das ist. Alle vier Evangelien laufen auf ein bestimmtes Ereignis zu, auf das Leiden Christi, auf seine Passion. Und es gibt andere Evangelien, die haben keine Passion, die hat die Kirche nie als gültig anerkannt. Das sind schöne Geschichten, aber kein Evangelium. Alle Evangelien, die uns über Jesus berichten, laufen auf die Passion zu, der all das an sich erduldet, was es an Unrecht gibt, an Bösem bis heute in der Kirche. Aber damit ist das Evangelium noch nicht zu Ende. Es zeigt uns auch, dass es eben einen Weg durch dieses Leid gibt, hinein in dieses Reich der Himmel, in das Reich Gottes, durch die Auferstehung. Wir können an dieser Welt verzweifeln. Man kann an dieser Kirche verrückt werden, ja, wenn man, liebe Schwestern und Brüder, diesen Türspalt nicht mehr sieht. Und ich werde nicht müde, es zu sagen. Die Liturgie ist dieser Türspalt, die uns öffnet, die uns einen Durchblick verschafft, die uns gleich in der Eucharistie das Leiden Christi aufbricht zu einem unzerstörbaren Leben, aber durch das Leiden hindurch. Die uns durchschauen lässt und Orientierung gibt, wohin wir unterwegs sind, wozu wir gerufen sind und weshalb wir Christen sind, egal wie viele.